So Leute, unter dem Punkt spannende Reise, fantastische Bestien ist jetzt mit dem neuesten Update ein neues Abenteuer erschienen und zwar das Abenteuer Sandsturmrettung. Wir werden hier natürlich wie immer reingehen und versuchen das Ganze zu 100% durchzuspielen. Ich habe bis jetzt, um ehrlich zu sein, noch keine Guides mir irgendwie im Internet oder so angeschaut. Daher werde ich jetzt einfach irgendwelche Teams zusammenbasteln mit Helden, wo ich mir denke, okay, die sollten die meisten von euch besitzen und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mit dem Ganzen. So, ich weiß jetzt nicht, wie gut die Aufstellung ist. Meine Bestie ist auf jeden Fall die Robbe und ich habe mich jetzt erstmal für Chimera, Rem, Liberta, Eugene und Ivan entschieden. Das sind so die fünf Helden, wo ich mir jetzt denke, okay, die sollten die meisten von euch besitzen. Ich glaube, von Chimera hat man eine Gratiskopie bekommen. Rem ist ein dimensionaler Held. Liberta sollte man, glaube ich, auch schon die ein oder andere Gratiskopie von bekommen haben. Bei Eugene ist es ja sowieso klar und Ivan ist halt ein normaler Vier-Fraktionsheld. Also man muss ja insgesamt nur eine einzelne Kopie von diesen Helden besitzen. Daher habe ich mich jetzt einfach mal für diese Formation entschieden. Mal gucken, wie es dann mit den 3-Sterne-Kämpfen laufen wird. Ob wir da mit dieser Formation auch so durchkommen werden oder ob ich dann vielleicht mal irgendwie gucken muss, welche andere Formation ich spielen werde oder sonstiges. Zumindest sind wir jetzt hier jetzt gerade erstmal in den ersten 15 Kämpfen, wo wir jeweils immer einen Stern sammeln können. Und ich denke mal, oder ich vermute mal, dass dieses Team hierbei auf jeden Fall ausreichen sollte. Ich werde euch jetzt hier im Schnelldurchlauf einfach mal mitnehmen bei diesen ganzen Abschnitten, damit ihr auch nochmal nachverfolgen könnt, wie diese Kämpfe laufen. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns, wenn es das erste Mal nicht funktioniert mit diesem Team oder wenn wir dann bei den 3-Sterne-Kämpfen angekommen sind und das Team dort dann nicht funktioniert, irgendwie für 3 Sterne oder so, müssen wir einfach mal gucken. Also bis jetzt läuft es mit dem Team auf jeden Fall super, aber ich sag mal so, die ersten Kämpfe sind natürlich sowieso nicht so schwierig. Solltet ihr das Team jetzt auch nicht 1:1 kopieren können, weil ihr jetzt zum Beispiel Rem nicht besitzt oder so, dann könnt ihr natürlich auch einen anderen Charakter reintun, für die Frontlinie auch zum Beispiel irgendwie eine Alna oder so oder irgendwie eine Mischka oder so, sollte natürlich auch funktionieren, denn vor allem von der Kampfkraft her, von der Power her, sollten die ersten Kämpfe nicht so schwer sein. Meine Bestie ist natürlich jetzt auf Stufe 18, die Robbe in dem Fall. Macht natürlich auch einiges aus. Wenn ihr jetzt eine 12er-Robbe habt, ist das schon ein Unterschied. Aber ich denke, dass die ersten 15 Kämpfe, die 1-Sterne-Kämpfe, eigentlich kein Problem darstellen sollten. Ja, also die 1-Sterne-Kämpfe waren auf jeden Fall alle wirklich relativ easy mit der Formation, aber wie gesagt, die Kämpfe sind meistens sowieso ein bisschen einfacher und dann gucken wir mal. Gewinne innerhalb von 75 Sekunden, okay, und bei Gewinn des Kampfes sind alle Verbündeten lebendig und ihre verbleibende Gesundheit ist höher als 50%. Okay, sollte eigentlich, glaube ich, nicht so schwer sein, vor allem mit Chimera gucken wir einfach mal. So, Kampf müsste jetzt gleich abgeschlossen sein. Alle Helden müssten eigentlich über 50% gehabt haben. Bei Ivan sieht es mir ein bisschen kritisch aus, aber ich bin mal gespannt. Okay, es hat für 3 Sterne gereicht. Da stand ja, glaube ich, auch irgendwas mit Anfang des Kampfes. Deswegen würde ich sagen, lassen wir die Formation einfach mal so. Lassen sie einfach mal unverändert und dann gucken wir mal, wie das weiterläuft und ob wir dann ja jedes Mal 3 Sterne bekommen. Man kann natürlich auch ab und zu mal 2 Sterne bekommen. Das reicht dann trotzdem für die ganzen Jagdbelohnungen und so weiter. Schauen wir uns einfach mal an, wie sich das verhalten wird. So, gucken wir mal. Hier hat es aber auf jeden Fall auch schon mal für 3 Sterne gereicht. Das ist sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal rein in die nächsten Abschnitte.
Okay, hier ist es jetzt so, dass Liberta leider gestorben ist. Somit kommen wir logischerweise nicht auf die 3 Sterne. Das heißt, wir haben jetzt hier mal einen Kampf mit 2 Sternen. Aber ich sag mal so, uns fehlen auch nur noch 4 Sterne für die 33, um alle Belohnungen einzusammeln. Daher würde ich sagen, kann man da auf jeden Fall mal ein Auge zudrücken. Die Erstbelohnungen für den Kampf, ich glaube, die 200 Diamanten, die haben wir ja sowieso erhalten, da wir ja nur den Kampf gewinnen müssen. Daher würde ich sagen, passt das auf jeden Fall. So, bei dem Kampf haben wir auf jeden Fall wieder 3 Sterne erhalten. Das ist sehr gut. Somit fehlt mir jetzt persönlich mit der 18er Robbe und so nur noch 1 Stern, um an alle Belohnungen ranzukommen. Das heißt, ich denke mal, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Ich hoffe, bei euch funktioniert es natürlich genauso gut. Ihr könnt mir natürlich auch, wie immer, unter jedem fantastischen Bestien-Video euer Team in die Kommentare posten, falls manche dieses Team hier nicht kopieren könnten, ja, um da eventuell dem einen oder anderen noch zu helfen. Dann gehen wir jetzt nochmal rein in Abschnitt Nummer 23 mit derselben Teamformation. Okay, hier ist Liberta leider zum Ende hin wieder gestorben, daher hat es nicht für 2 Sterne gereicht, aber ihr seht es, ich bin jetzt schon insgesamt bei 37 von 33 Sternen. Also das wird bei mir jetzt auf jeden Fall nicht mehr das Problem sein, dass es an den Sternen hapert. Okay, und hier haben wir dann auch nochmal die 3 Sterne erreicht und dann geht es rein in den letzten Abschnitt, in Abschnitt Nummer 25. Auch wenn ich es von den Sternen her nicht mehr brauche, gibt es natürlich trotzdem die 200 Diamanten, die man dann einsammeln kann. Und ich muss wirklich sagen, also spielt AFK Arena nicht am PC, das ist wirklich eine Katastrophe von den Ladezeiten her und so weiter. Ihr seht es ja hier im Video eingeblendet. Aber das soll mich davon nicht abhalten, diesen Kampf hier auf 3 Sterne zu gewinnen und somit insgesamt 43 von 33 Sternen geholt zu haben. Somit können wir jetzt die ganzen Belohnungen einsammeln, 10 Zeitembleme, 10 Sterndeutungskarten und so weiter. Ihr seht es ja alles eingeblendet. Die Hotelmünzen und dann gibt es natürlich auch die Bestienzuchtbelohnungen. Das heißt auch hier nochmal insgesamt 1960 Diamanten, 120 Köder und vergesst natürlich nicht, wie immer hier unter dem Punkt Pakete, die 25 Gratisköder einzusammeln. Das sollte in dem Fall dann gewesen sein von dem Video. Ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Kann sein, dass die 2-Sterne-Kämpfe vielleicht auch ein bisschen RNG sind, wenn ich sie jetzt nochmal versuche, dass sie auf 3 Sterne laufen. Aber wir haben auf jeden Fall alles erreicht. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wir sehen uns. Macht's gut und ciao.